Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, da waren wir stehen geblieben. Hier sind die 50. Ich habe schon pausiert. Da haben wir die 50. Wir wollten ja gemeinsam die nächsten zwei Tierebenen freischalten. Und dementsprechend habe ich da mal ein bisschen was vorbereitet. So, wir gehen hier rein und sagen, den hätte ich gerne hier drin. Dann laden wir das Ganze. Dann siegeln wir das Ganze, versiegeln das Ganze. Und natürlich einmal senden. Und auf dem Weg. Was es an Energie verschlingen würde eigentlich, ne? Dieser Aufzug, dieser Space-Aufzug erinnert mich ein kleines bisschen an Halo. Wer die Halo-Sachen kennt, ja, Halo 4, glaube ich, ist es, Into Dawn oder sowas, keine Ahnung, schlag mich bitte nicht, wenn es nicht ganz korrekt ist. Hatten die auch einen, bloß mit dem Unterschied, dass die da drin saßen. Gut, jetzt gehen wir natürlich zu unserem Hub. Ah, wenn ihr mal ein bisschen, genau, ihr seht, ich habe hier ein bisschen aufgearbeitet. Habe hier ein bisschen mehr aufbereitet. Das heißt, ich habe hier den Stau beseitigt, den wir hier haben. Das heißt, die Geräte produzieren jetzt so viel, dass es passt. Hier drüben geht es rüber und der Stau an diesen Sachen ist eben beseitigt. Gut, da waren wir stehen geblieben. Genau, ich wollte mit euch... Sekunde. Wir haben die Tierstufe 3 und die Tierstufe 4. Sehr schön. Also Tierstufe 3 haben wir hier die Kohleenergie. Wir brauchen 150 verstärkte Eisenplatten, 50 Rotoren und 300 Kabelgedöns. Das haben wir, da haben wir auch erst unser erstes Fahrzeug. Da brauchen wir die Rahmen. Das heißt, wir müssen dann langsam anfangen, uns Gedanken zu machen, damit wir das Ganze ein bisschen anders umbauen. Da haben wir natürlich auch die Stahlproduktion und der verbesserte Nahkampf. Hier ist der Xenobasher. Und wir haben Stufe 4. Hier haben wir natürlich alles rund um die erweiterten Produkte. Oh, ah, das ist neu. Genau. Neues Feature in Update 8. Hochspannungsmasten. Die schauen wir uns natürlich an. Ja, über längere Strecken. Einmal ohne und einmal mit Plattform. Finde ich persönlich cool. Das ist auf jeden Fall neu. Was dazu kam, zusätzlich zur Engine, die geupdatet wurde. Was haben sie geändert in diesem Blueprint Designer? Das heißt, jetzt haben wir Möglichkeit, verschiedene Sachen zu selektieren und deselektieren. Aber dazu kommen wir in dem Moment, sobald wir da sind. Perfekt, gut. Das ist unser nächster Milestone. Das heißt, das packe ich hier schon mal rein. Und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, hätte ich auch hier hochgehen können, mache ich jedes Mal den Fehler. Ist ja was drin? 148, das sind wir durch, ne? Ja, gucken wir mal, dass ich jetzt hier ein kleines bisschen, warte mal, das ist das hier, das nehmen wir mal mit. So, und dann würde ich sagen, trennen wir das Ganze in 30er Blöcke. 30. 30. 30. Ihr könnt es übrigens mit langer Rechtmaustaste, geht dieses Stapelteilen automatisch auf, also für alle. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, noch nicht gemacht haben, wie gesagt, es kamen ein paar Quality of Life Updates raus. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt ein kleines bisschen verwirrt und da haben wir noch 69. Da muss ich nochmal 30 wegmachen. Gut, dann haben wir das. Dann kriegen die nochmal jeweils 30, damit die Produktion weiterläuft. 60 teilen. So. 60 teilen. So, dann sind die alle ein bisschen gleich. 60 teilen. Gut, dann haben wir die hier soweit ein bisschen wieder vervollständigt. 58. Ich habe noch ein kleines bisschen Rest. Da könnte ich jeweils 10er Riegel machen. 10.
10? 10 teilen. 10, jawohl. Das heißt, wir haben das hier und hier nochmal 10 weg. Dann sieht es gut aus. Dann kann ich die hier auch gerade reinpacken. Dann haben wir da ein kleines bisschen mehr Luft, damit wir die Produktion anfeuern können für unsere Eisenplatten, die wir jetzt brauchen. So, dann kann ich aber hier hochgehen. So, das sind die hier. Und ich würde jetzt den ganzen Spaß hier abbauen. Und erstmal zwei Lagerflächen hinsetzen. Hier sind die Organisatoren hier. Warum? Relativ einfach, weil ich dann erstmal das jetzt hier nutze, temporär. Da reicht uns die normale 60er. Achso, das ist da hinten wahrscheinlich den. Okay, gut. Dann schmeißen wir den Spaß hier wieder an. Den schmeißen wir an. So, dann könnt ihr nämlich hier produzieren. Dann kriegen wir nämlich unsere hier zweiten Meilenstein, 150 und 50 von der Sorte. Dann sollte das passen. Den habe ich, glaube ich, aus, oder? Ja, den schmeißen wir wieder an. Und wir brauchen mehr Schrauben. Wie sieht es hier aus mit Stängli? Da haben wir Stängli genug. Wie sieht es aus mit Blättli? Da haben wir nicht so viele. Wir könnten jetzt noch, wie viel Energie habe ich? Lass mich mal kurz gucken, was ich an Energie habe. Ob es noch reicht. Gucken wir mal. Ob wir jetzt noch mal eins nebendran setzen oder nicht. Wenn vielleicht, habe ich noch. Sag mal her, habe ich da noch? Ja, habe ich noch. Dann würde ich vielleicht den da hinsetzen hier. Sag mal her, zack. Den lassen wir hier laufen. Gut, dann haben wir den hier, den Kollegen hier. 8. 3. E. 7. So, dann mehr. Der müsste jetzt hier stehen. Hier. 3, E, den hier. So, dann kriegt der hier nämlich noch einmal Energie. So, dann sollte das hier schon mal ein bisschen reichen. Geht nach oben, das ist okay. So, das heißt, der produziert Eisenblättchen, habe ich gesagt. Läuft. Gut, dann haben wir das auch. Gut, dann haben wir mehr Eisenproduktion. Das ist okay. Ich glaube, die reichen uns, die Stängli. Da haben wir mehr Eisen, die produziert wird und durchgeschleust. Ich könnte jetzt rein theoretisch... Ja, das habe ich schon abgegradet. Jawohl, das ist schon abgegradet. Gut. Jetzt, haben wir den Spaß. Den Spaß haben wir. Den habe ich eigentlich auch abgegradet, gehe ich mal davon aus. Hier, lass mich mal gucken. 4. Ne, den habe ich noch nicht. MK2. So, dann haben wir den. Dann geht es hier einen Ticken schneller. Wird uns aber nichts bringen, merke ich gerade, weil die hier nicht so schnell sind. Hätte ich mir das Material sparen können, ja. 30. Und der hat wahrscheinlich auch 30. Sind die alles so schlecht? Es gab doch mal unterschiedlich, also bessere und mal schlechtere, ne? Ja, dann kannst du den gerade lassen. 4, E. Den kannst du gerade lassen. Den brauche ich nämlich nicht. Da habe ich da Material übrig. Steht da vorne noch Quarz? Habe ich da tatsächlich was stehen lassen? Guck mal, ich habe hier doch tatsächlich Materialien stehen lassen hier. Nehmen wir mit. Dann würde ich nochmal kurz die Geräte leer machen, also die Lager von den anderen Betongedöns und etc., also Zement und so weiter leer machen. Habe ich da noch irgendwas gesehen? Nee, den brauche ich nicht. Es ist so trostlos, wenn da nichts mehr nachwächst. Haben die das weggemacht, dass es nicht mehr nachwachsen kann? Weiß ich nicht, gut. So, dann lass uns mal laufen. 150, wie gesagt, brauchen wir. Ui, da
Das sollte aber noch passen. Ja, passt. So, dann haben wir hier... Ich glaube, ich habe genug, ne? Kann das sein? Aktuell. Da kann ich schon einiges damit machen. Zum Beispiel 30. Ah, da habe ich noch 50 Stück hier. Habe ich gar nicht gesehen hier. Das ist das hier. Das sind die hier. Das ist das. Darf ich mal die hier rübersetzen? So, ich denke, so ist okay. 1500 sollte uns reichen. Erstmal. Ja, das andere brauche ich jetzt nicht abzufarmen. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Zu unserem Kupfer, denn wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Kupfersheet, also Kupfer Platten, damit wir im Endeffekt komm her, perfekt, damit wir nämlich unsere Rohre bauen können, die wir dann auf jeden Fall benötigen. So, ich denke, das ist okay, denn ist das aus. Das ist vollkommen okay, pass auf, den bauen wir hier gerade um und da machen wir jetzt keinen Draht mehr draus, sondern Kupfersheet. Hier, Kupferblech. So, dann darfst du hier Kupferblech machen. Habe ich jetzt irgendwas genommen? 100. 100. Echt jetzt hier? 100. Hier, komm her. Bitteschön. So, dann machen wir den hier weg. Dass ich hier mein Lager leer bekomme. Dann darf der erstmal Kupferblech produzieren. Weil dann habe ich da nämlich schon... Dann kommen die nämlich, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal vorbereitet, damit wir nämlich die Sachen machen können. Das produzieren wir, das produzieren wir. Wir müssen dann gucken, dass wir noch die anderen Rahmen produzieren. Vielleicht fange ich jetzt an, in ein nächstes Level zu bauen, in eine nächste Ebene. Damit wir bei der nächsten Ebene dann sagen können, wir kriegen unten die Rohstoffe und dann gehen wir immer nach oben, um eben die daraus resultierenden Produktionsebenen zu bauen. Drei... Da reicht uns aber definitiv hier das 1er. Na komm her, zack. Gut, läuft. Die lasse ich jetzt laufen. Das brauchen wir aktuell nicht. Hat er da 100? Ne, die lassen wir mal so. Da habe ich genug erstmal Material. So, die anderen Sachen laufen. Jetzt mal gucken. Ich habe noch ein bisschen Mats übrig für die Biokraftstoff. Reserven. Ah, es gab noch, wenn ich gerade guck mal, habe ich es schon freigeschaltet. Lass mich kurz mal gucken, in Elektro gab es nämlich noch hier, das kommt wahrscheinlich noch, einen separaten Schalter, den man priorisieren kann. Das heißt, man hat mittlerweile Stromnetze, die ich priorisieren kann anhand der Wichtigkeit. Das heißt beispielsweise Pumpen für Wasser, die zum Kohlekraftwerk gehen, die bekommen praktisch den primären ersten Kreis. Das heißt, wenn es zu Abschaltungen kommt, würde ich als erstes ich sag mal, Miner abbauen beziehungsweise irgendwelche anderen. Ja, Miner würde ich beispielsweise abschalten, bevor ich dann die Wasserpumpe abschalte, weil die Wasserpumpe benötige ich eben, um Strom zu bekommen. Und wenn das praktisch ausfällt, dann habe ich natürlich ein Problem. So, wie sieht es hier aus? 45, da geht mir schon langsam wieder der Saft aus hier. So, es tut mir leid, ich muss es nochmal kurz hier splitten. 26, 13, 13, 13, perfekt. Dann machen wir 13er Schritte. Das kann man natürlich sagen, dann hast du gar nichts mehr übrig. Ja, aber dann ganz ehrlich, dann tue ich mir schnell was craften, im schlimmsten Fall, um zu mähen. Also um die Kettensäge zu benutzen. So, hier ist noch was drin. Oh, 3. Echt jetzt 2? Na, pass auf, dann würde ich fast sagen... Den machen wir aus. Den machen wir aus. Die machen wir aus. Die machen wir aus. Jetzt initial erstmal, weil wir haben noch... Wir sollten noch genug haben davon. So. Den da drüben würde ich laufen lassen. Die lasse ich auch laufen. Die müssen laufen. Das heißt, jetzt haben wir das erstmal leer gemacht. Abgeschaltet, damit wir weniger Rohstoffe benötigen. Dass wenn die uns nämlich jetzt leer laufen, damit wir nicht gleich eins auf die Fratze kriegen. Oh Mann, 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 Mann. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
pass auf, wir haben hier ein Meer. Brauche ich so viel? Lass mich kurz mal gucken. Da habe ich nichts mehr im Lager. Was habe ich hier noch im Lager? Ja, komm, lass mal den hier ausmachen. Je mehr ich jetzt gerade ausschalte, desto besser wird es dann. Und ich will einmal die Schrauben ausmachen. Dann einmal Schrauben weg. Dann bleiben wir bei den äußeren. So, das sind vier wieder, vier weniger. Dann, weil die da hinten kann ich nicht ausmachen, weil die brauche ich jetzt. Da sind sie ausgelaufen. Sehr schön. Wie viel haben wir hier? 22, okay. Wir brauchen 50. Okay, das ist 50. Während die produzieren, der produziert auch noch, ja? 48. 150, was habe ich denn noch? Ich habe noch 61, also es geht schon mal in die richtige Richtung. Das bekommen wir hin. Habe ich hier noch was an Schrauben? Ja, da habe ich noch. Das sollte vielleicht, wenn ich Glück habe, reicht es. Gut, was wir jetzt parallel machen, wir werden jetzt einfach nochmal eine nächste Ebene draufsetzen. Dafür würde ich jetzt aber das da Fundament. So, dann machen wir hier einmal nicht Sub, sondern vertikal. Ich würde sagen zwei oder drei. Ne, wir machen drei, komm. Drei. Und dann mache ich noch ein kleines oben drauf. Und das ist praktisch die Plattform, auf die wir dann gehen. Jetzt springe ich mit euch hier nochmal schnell runter. Und wir wollen nämlich das natürlich ein kleines bisschen bisher realistisch haben. So, dann sieht es ein kleines bisschen wenigstens realistisch aus, meine Freunde. Ei, verporten. Ach, das darf ich gar nicht sagen. Na, es tut mir leid. So, hier machen wir vertikal. Drei. Fünf, ja. Super. So, das ist unsere nächste Basis. Und von der ziehen wir rüber. Das heißt, wir haben dann praktisch untere Ebene, sind ja die Rohstoffe. Die können wir dann ausbauen und dann gehen wir praktisch mit einem Lift nach oben und machen den nächsten Produktionsschritt. Das wäre mein Vorschlag. Was ich aktuell blöd finde, dass wir keine Treppen haben. Aber ich kann ja den Ocean Sink herstellen. Lass mal gucken, was brauche ich denn dafür? Dann kann ich ein bisschen schreddern und ein paar Punkte generieren. Achso, habe ich natürlich wieder vergessen hier. Was braucht der hier eigentlich? Auch wieder 50. Ah ne, den Ocean Sink habe ich doch schon. Na, guck mal, habe ich doch schon den Ocean Sink. So, wie sieht's hier aus? Es wird kritisch, meine Freunde. Es wird kritisch. Deswegen würde ich jetzt fast aber eher behaupten, wir lassen das hier so laufen und gucken, dass wir jetzt Material bekommen. So, einmal großer Sprung. Ich baue jetzt hier einfach so eine. Jetzt haben wir hier eine Rampe. 6E große Rampen. Die drehen wir natürlich, bitteschön. Das ist okay. Das ist Submodus. Komm mal hoch, da muss man einen kleinen Sprung machen, das ist aber okay. So, das sieht auch gut aus. Die Höhe, würde ich sagen, passt. Gut, dann haben wir 5, wir haben Sub. Sind das 10? Ja, ich glaube, das sind 10. Mein Freund, glauben heißt nicht wissen, ich weiß. So, einmal, zweimal, dreimal. Jetzt steht der uns im Weg, ja? Jupp, der steht uns im Weg. Also, aber sollte passen erstmal für den nächsten Schritt. Ja, das würde ich sagen, passt. Dann nehmen wir jetzt einfach Strom hier hoch. Wir haben den hier. Den legen wir jetzt mal dahin. Den dahin.
So, und dann habe ich gesagt, mache ich immer die Ecken. Ja, es geht noch. Zwei. Da müssen wir aber gucken, dass wir Kriterium finden. Das machen wir alles gleich, würde ich sagen, sobald wir wenigstens die Basis mal haben. Das heißt mit der Kohle. Wenn wir die Kohleproduktion erstmal initial hinbekommen haben, ich müsste noch eins bauen. Ja. Ich müsste nicht nur, sondern ich mache es auch. Einmal die 5. Ich hätte gerne da eins hingesetzt, jawohl. Reicht. Einmal da und dann hier in die Ecke. Dann haben wir schon mal von hier Möglichkeiten, wie wir vorwärts kommen. Gut. Das ist gesetzt. So, das müssen wir dann irgendwann wieder umbauen, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich könnte es jetzt abbauen, weil wir bis zum nächsten Tier haben wir ein bisschen Zeit, würde ich sagen, oder? Was denkt ihr? Komm. Dann haben wir wieder Materialien zurück. Den kann man dann irgendwann separat setzen. Ist jetzt nicht so die Welt. So, dann geht's einmal runter. So, ich sehe es kommen, dass uns bald der Saft ausgeht. Aber wir müssen einmal überleben. Einmal überleben hier. So, jetzt haben wir her. Wie sieht's hier aus? 4 pro Minute, 36. Das heißt, wir haben noch 3 Minuten. Okay, hier haben wir 77. Das sind 77? Ja, wir machen hier 100. Oder 150 brauche ich, genau. Okay, das wäre das. Also das ist hier, wie gesagt, initial erstmal so. Das bauen wir dann später alles weg. Beziehungsweise ich werde dann mal in der Off-Screen-Runde hier ein kleines bisschen die Maschinerie ein bisschen umbauen. Vielleicht werde ich hier auch den ganzen Spaß hier abbauen. Das läuft ja praktisch leer. Und dann reiße ich den ganzen Schmackes hier weg und hebe alles im Endeffekt auf dieses Level an. Damit wir dann erstmal ganz unbeschwert quer über die Sachen bauen können. Na, ja, das Loom sieht gut aus, muss ich sagen, ja. Haben sie richtig gut gemacht. Gefällt mir, gut. Lass mich nicht ablenken. Ich kann ja schon mal was reinpacken hier. Den hier nehmen wir schon mal mit. Den hier nehmen wir schon mal mit. Dann haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, mir geht jetzt nach und nach der Strom aus und ich will jetzt nicht schon wieder irgendwo hinlatschen. Ich brauche Kohle. So, das heißt, das hier, das haben wir schon. Oh, 50, wir sind durch. Hey, 8 Stück. Haha, 8 Stück noch. Wäre doch gelacht, wenn wir jetzt nicht 8 Stück zusammenkriegen. Oder produziert er nur 1 pro Minute? 5 pro Minute. Was haben wir? 3. Also noch eine Minute. Dann haben wir die Kohle schon. Und aus meinen letzten Spielen weiß ich, dass Kohle irgendwo, Moment, wo bin ich? Ich muss gerade mal gucken. Irgendwo hier hinten sein muss. Hier gibt es auch ein Wasser. Oder was hier? Ich weiß, hier vorne gibt es welches. Hier war, glaube ich, genau, hier hinten gibt es Wasser. Da hatte ich mal eine Kohlefabrik, da gibt es ganz wenig. Wenn ich es nicht verwechsel. Und ich weiß, dass hier welches gibt. Und dann habe ich Wasser hier vorgepumpt und hatte dann an der Stelle die Kohleproduktion hochgefahren. So, was das Einzige, was ich mir merken muss, ich muss später auf jeden Fall noch ein bisschen Holz oder so besorgen. Bestimmt finde ich welches. Damit ich nämlich eine Bioanlage betreiben kann, bis die Kohleproduktion hochfährt. Ja, wie so eine Starthilfe. So habe ich bisher immer gemacht. Das heißt, ich habe dann praktisch eins abgebaut, habe die Kohle an sich aufgebaut, habe das mit einer Bioanlage erstmal befüllt und befeuert, sodass er sich selber getragen hat. Und wie das erledigt war, habe ich dann praktisch das Ganze angeschlossen und habe es dann verteilt. Gut, das sieht gut aus. Ja, da hat er genug. Also da habe ich noch erstmal genug Material, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Da produziere ich Kupfersheets, also Kupferplatten. So, die Minute sollte rum sein oder vorbei sein. Ich und mein Dialekt. Gut, dann machst dich mal, dich mache ich aus, um noch ein kleines bisschen Strom zu sparen. Dich kann ich auch ausmachen, komm. Dann schauen wir mal rein. 9, sehr schön.
Dich nehmen wir auch mit. 5. Und dann, für was anderes bräuchte ich, ach, das kann ich auch bauen. Ja, pass auf. Das geht. Das geht. So, und zwar würde ich dann an dieser Stelle, nämlich die Kollegen hier, einfach abgreifen. Die lasse ich doppelt laufen. Das machen wir dann später, dass ihr seht, wie das Ganze, was ich das Ganze meine. Das heißt, wir fahren hier hoch, haben das Ganze doppelt und können dann zwei Ebenen abgreifen. Aber ich würde dann aber erstmal hier diese Stängel hier rausnehmen, die 200. Die würde ich so draufpacken. Wie viel brauche ich? 5. Du kriegst 6 Stück hier. Geil, 2 Rahmen mache ich. Mhm. Ist das nicht cool? 2 Rahmen? Ne, 3, 4, 6. Ne, 4 sollten sein. 4 Rahmen produziere ich jetzt. Mhm. Hätte ich auch selber machen können. Also ich muss wirklich sagen, die neue Engine kommt im Spiel richtig gut zur Geltung. Guck mal an. Es ist jetzt nicht der Saturn, aber es sieht so ähnlich aus, ja? Sehr schön. Gut. Einmal Jump. Jetzt könnte ich ein bisschen Van Halen gebrauchen, ja? Oh, echt jetzt? Nein, 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 nein. Ja, habe ich mich verzählt? Habe ich mich echt verzählt? Wir brauchen noch 2 Stück. Ich habe mich verzählt. Habe ich jetzt 2 gemacht? Ja. Ich habe mich verzählt. Habt ihr die Hand gesehen? Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial Yamakole. Setup. Coal has been added to the resource scanner. Sehr schön. Den Ressourcenscanner haben wir nicht. Den müssen wir noch bauen. Note: Ensure the close proximity of water to the coal production line. Note: Pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes. Note: Throughput and volume indicators are added to each pipe section automatically. Gut, jetzt haben wir den hier auch, den Scanner, den Ressourcenscanner, weil den hatte ich die ganze Zeit gar nicht gebaut. Einmal bauen. So, dann haben wir. Gut, dann packen wir den hier in die Hand. Zack. Sehr schön. Da ich jetzt Kohle schon habe, guck mir das Ganze an. So. Nuss, wie war das? R? Ne, wie war das? C? Beeren, Pilze, Energieschnecken, Nuss, Beere? Hä? Ist doch ein Ressourcenscanner, oder? Ach, shit. Was habe ich denn gemacht? Habe ich den Ressourcenscanner gar nicht? Oder habe ich den irgendwie, oder habe ich das vergessen, wie das funktioniert? Lass mich kurz mal gucken. Ressourcenscanner. Optionen. Tastenbelegung. Ressourcenscanner. Oder warte, hatte ich den schon von Anfang an nicht hält? Wahrscheinlich hatte ich den schon. Präzise Hologramm, Basis bauen, Spielerbewegung, Spieler Customizer, Inventar Codex, Schnellsuche. N. Hochladen ist Schnellsuche. Gebäude, Taschenlampe, Ping. Ping ist rechte Maustaste, okay. War das nicht was anderes? Ressourcenscanner. Was war denn der Ressourcenscanner? Nachladen, klar, rechte Maustaste. Steuerung F, mittlere Gebäude, Taschenlampe, Escape, Ping. Q-Customizer, X, Codex, Schnellsuche, N. War das N? Ne, N war es nicht. X, ne, das ist der Customizer. Bin ich jetzt Jack? Ja, wahrscheinlich. T. Ne. Hier, bitteschön. Emoji für euch. Nur ein Emoji für euch. Weil ich jetzt hier gerade rumeiere. Bin ich jetzt. Ich bin jetzt wirklich Jack, oder? Tastaturbelegung. Das gibt's doch nicht. Baumenü, demontieren, F, Customizer. Ich bin ja was so ein Held. Da drunten rechts habe ich N ist suchen, O, V. Ja. Ich Held. Ich
bin zu weit weg. Ja, da sind sie doch, wie ich gesagt habe. Ich tue mir weh. Doch nicht. Okay, das sind hier, hier rüber. Wie ich gesagt habe, hier sind welche. Hier sind welche und hier drüben sind welche. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, hier ist der schnellste Weg. Hier gibt es auch Wasser. Dann laufe ich mal dahin. Was ist das hier? Kupfererz. Viel Spaß damit. Wo kriege ich Wasser her? Wasser kriege ich von dem Fluss. Okay, das dauert ein bisschen länger. Ich mache ganz kurz einen Cut und wir sehen uns gleich da. So, wir sind zurück. Ich bin kurz gelaufen. Was ich jetzt mache, ist, ich setze hier ein Fundament hin, damit auf 2 Meter, ja, damit es besser sitzt und praktisch an der Welt angeflanscht ist, sodass es ungefähr gleich ist. Es sollte, warte mal, da gibt es doch dieses an dem, war es nicht irgendwo so ausrichten an der Welt, globalen Weltdings da. So, das gleiche mache ich da. Oder ist es schon mittlerweile ausgerichtet an diesem globalen Grid? Drei. So, hier müssten es auch 3 sein, oder? 1, 2. Ja. 1, 2, 3. 3 auf 3. 3 auf 3. Sehr schön. Da ist der Kohlegenerator. Den baue ich jetzt natürlich nicht weit weg. Und wir haben, da vorne haben wir Wasser auf der Seite. Gut, meine Freunde, wir sind am Ende einer Folge. Das heißt, ich würde in der nächsten Folge mit euch das Kohlekraftwerk aufbauen. Ich habe ein paar Sachen, gucke ich mal kurz ins Inventar, ich habe so ein paar Pflanzengedöns gesammelt. Das kann ich wegschmeißen hier. So ein paar Pflanzen gesammelt, damit wir einfach nochmal kurz ein Biokraftwerk aufbauen können. Ich muss jetzt gucken, dass ich mit euch, das können wir vielleicht jetzt gleich machen, warte mal. Und zwar, das ist der Wasserextraktor. Ich brauche eine Werkbank ganz kurz, die packe ich mal kurz hier hin. Denn ich brauche nämlich einen Miner. Habe ich das hier falsch gemacht? Ja, das habe ich falsch gemacht. Aber dann kann ich den hier schnell bauen, das ist egal. Mache ich gleich alles wieder weg. Dann brauche ich hier einen Werkzeugausrüster. Wie gesagt, die gehen dann gleich wieder weg, denn ich muss noch einen Miner bauen. Und ansonsten würde ich mit euch jetzt, ich brauche 3 Stück. 1, 2, halt. Wie viel brauche ich denn? Brauche ich jetzt so viele? Sag mal her. Oder war es einer pro? Nö, einer. Okay, dann kann das wieder weg hier. Jetzt habe ich so viel davon. Gut, wie gesagt, das wird der nächsten Folge sein. Wir bauen die Kohleproduktion auf. Da hinten gibt es Wasser. Von da aus hole ich das Wasser her. Hier baue ich dann schon mal alles auf. Das Kohlekraftwerk baue ich hier oben hin, beziehungsweise hier vorne wahrscheinlich, hier auf dieser Plattform. Von hier aus hole ich mir die Kohle und von da aus hole ich mir das Wasser, so dass wir im Endeffekt alles gut vorbereiten können. Schließt es an mit unserem Biokraftstoff. Und wenn der Biokraftstoff dann oder die Energie dann die Pumpe zum Laufen bekommen hat, sodass es passt, dann kriegen wir das Ganze gewuppt. Und ihr seht, es wird langsam Zeit. Ich würde sagen, das war just in time. In diesem Sinne, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, wahnsinnig gerne einen Kommentar und bis demnächst. Tschüss!